Januar 2012. Gerhard Hannemann verkauft nach fast 30 Jahren seine Sieb- und Offset-Druckerei in Bödlingen und macht Ende April 2012 sein Hobby zum Beruf. Er eröffnet die Kunstdruckwerkstatt und Galerie in Ödlingen. Voll Alarm geht er nach seiner 30-jährigen künstlerischen Pause an die neue Aufgabe und freut sich auf seinen neuen Lebensabschnitt. Denn alle 2 bis 3 Monate besteht die Möglichkeit, Kunstobjekte auf 3 Etagen in diesem denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahr 1822 bei entsprechender Ambiente auszustellen. Die jeweiligen Ausstellungen dauern circa 4 Wochen. Zwischen den einzelnen Ausstellungen stellt Gerhard Hannemann aber auch gut und gerne seine eigenen Bilder aus. Ende 2006 stellt Gerhard Hannemann seine Idee, Ödlingen zu einer Freilichtgalerie unter dem Namen Art Dorf den Behörden und den Anwohnern vor. Als Initiator möchte er die künstlerische Entwicklung in Ödlingen in den kommenden Jahren vorantreiben und diverse Hausfassaden entlang der Dorfstraße mit großformatigen Bildern verschiedener Künstler ausstatten. Aber Hannemann ruht nicht und so gestaltet er zusätzlich Kreativkurse wie zum Beispiel Steinbildhauerei, Malen mit Aquarell, Öl und Acrylfarben. Kunstinteressierte und sogar ganze Schulklassen kommen, um auch ihre künstlerischen Fähigkeiten unter der Leitung von Gerhard Hannemann zu entdecken. In gewissen Zeitabständen organisiert er auch Events in größerem Stil. Nebst Künstlern aus Deutschland stellen sich auch welche aus Frankreich, der Schweiz und Spanien dem breiten Publikum vor. Gerhard Hannemann, der Initiator der Art Dorf, möchte die künstlerische Entwicklung in Ödlingen in den kommenden Jahren vorantreiben und ist stets an verschiedenen Künstlern interessiert.